Eigentlich will er 310 Kilo packen. 40 Kilo Sprung. Bin ich voll dagegen. Die macht da aber sowas von heute. Bei dem nächsten Satz fokussiert er sich noch extra und dann fliegen sie raus. Leonie, das fragen wir gar nicht erst. Let's go, Koray. Oh, wo bin ich hier eigentlich gelandet, Mann? In Berlin Strength mit lauter Kamikaze-Piloten. Sumo ist ja im Prinzip Cheaten, ja? Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist Koray, the Turkish Maniac. AKA. Wir sind heute alle hier, um Koray bei seinem Rekordversuch im Kreuzheben zu unterstützen. Johnny Munster, Leonidas Arkona. Grüß euch hin. Wir werden dich anschreien, dafür sorgen, dass die Last hochkommt, mein Freund. Ja, Mann. Du bist 1,70 groß. Ja. 77, 78 Kilo schwer. Heute Morgen 77,2. Okay, und du bist jetzt schon bei 270 Kilo im Kreuzheben. Ja, auf Wärme. Also das ist fast das Vierfache an Körpergewicht. Noch dreieinhalbfache. Sieh mal zu, zieh die mal sicher vom Boden und zeig uns mal, wie du die anheben kannst. Mal. Mit Zugkit ist ja eigentlich schon ein bisschen schief, ne? Nein. Was meinst du? Also 300 Kilo will er, eigentlich will er 310 Kilo packen. Also ich sage, die macht da aber sowas von heute. Ja? Ja, ja, ja. Ja, 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 die ja, macht das super. Und ich mache hier heute den Schiedsrichter, sitze hier auf meinem Stühlchen und gebe dann das Down-Signal. Ja. Was sagst du denn? Kann er die 300 oder 310 Kilo sogar heben? Safe. Safe. Also wie die jetzt hochgeflogen sind, safe. Bei dem nächsten Satz fokussiert er sich noch extra und dann fliegen sie raus. Ja? Ist meine Meinung. Ja. Okay, gut. Also, 290 Kilo? Ich habe mir überlegt, eigentlich gleich 310 zu machen. 340 Kilo Sprung, bin ich voll dagegen. Leonie, das fragen wir gar nicht erst? Let's go, Koray. Ja, es war so klar, Alter. Es war so klar, pass auf, mach einen Deal. Du hebst die 300. Ich will auch nicht jetzt 300, sondern 310 machen. Ey, laber keinen Scheiß, Johannes. Lass ihn doch machen, was er will, Alter. Lass ihn doch machen, was er will. Lass ihn doch machen, was er will. Okay, also Leute, an mir soll es ja nicht scheitern, aber du musst die 300 drin erheben. Das ist ein 40-Kilo-Sprung. Komm, 92. 92. Deal? Oh, 92. 310. Und dann 310. Gut. Aber ich mach nur. Ich halte mich da raus, also ich hätte direkt 310 auch gemacht, aber gut. Ja, genau. Wo bin ich hier eigentlich gelandet, Mann? In Berlin Strength mit lauter Kamikaze-Piloten. Keiner von denen ist vernünftig, ich bin der Einzige, Leute. Aber das Schlimme ist, sie heben alle mehr als ich. Let's go, Koray! Naja, 290 Kilo, jetzt für Koray auf der Hand. Aber Digga, ohne Scheiß, warum hast du noch Klamotten an? Ich überleg mir gerade ganz ehrlich, 310 zu viel statt 290. Das sind immer noch zwei. Was sagst du? 310 gleich so. Du hast dein Gefühl, wenn... Manchmal sage ich, folge deinem Gefühl und dann schaffst du es auch. Ja. Ja, mach mal. Ja, safe sage ich auch. Gut, dann will ich dir nicht im Wege stehen. Also. Jung, unvernünftig und gut aussehen. Wenn du jetzt nicht machst, dann kannst du sagen, ich hab's doch gesagt. Ja, aber ich will ja gar nicht recht haben, Alter. Ich will ja gar nicht recht haben. Ich will, dass er die 310 Kilo hebt. Aber dann musst du dein Oberteil ausziehen und mit. Wieder so wie früher, so eine sexy Musik am Hintergrund. Warte. Oh yeah! Look at this awesome body. Richtig ranschieben, komm. Ja, warte. Ich will noch die andere runter. Das ist übrigens eine ganz spezielle Kreuzhebehantel. Ihr seht, die biegt sich ganz schön, die gibt ein bisschen nach. Man sagt ihr nach, es sei leichter. Auf jeden Fall hat sie ein brutales Griffprofil. Ne? Also die Hantel rutscht nicht in der Hand. Bevor die aus der Hand rutscht, reißt ihr die Haut ab von der Hand. Ne? Wow. Brauchst du vielleicht Riechsalz? Nee. Fokus, okay. Fokus aggressiv machen. Okay. Jetzt hört niemand. Koray Alzin, vor 3 Monaten noch die Chemotherapie beendet. Jetzt 310 Kilo auf der Hand. Come on! Alles gut. Gut.
Schmähne! Sie! Sie! Oh, hoch damit! Hoch damit! Sie ist ah. Schön! Und runter! Runter! Ah. Oh. Alles gut, Mann! Oh. Kam's Alter, ja, du warst oben, du warst schon oben, Mann! Aber war alles gut! War nicht gültig, scheiße! Da war eh nicht gültig, weil man Zug eben dran. Ja, ja. Wow! Scheiße! Er sagt, scheiße, hat die 310 Kilo gehoben, Leute. Scheiße. Und die waren viel leichter, als ich dachte. Ja, wenn es gültig ist, ist immer scheiße, aber... Aber mit Zugriff ist eh nicht gültig, da müsstest du eh ohne heben. Ja, ja, ja. Das stimmt ja, ganz schon. Ganz ehrlich jetzt, ganz kurz mal. Was heißt nicht gültig? Du hast die... Die waren eigentlich nur gültig, weil du, nicht gültig, weil du runtergefallen bist. Du warst schon im Lockout. Du hast die schon so gehabt. Ja. Du hättest schon das Runtersignal bekommen. Ja. Die waren schon gültig. Aber du bist halt nur noch runtergefallen. Das Problem. Bisschen schwindelig, ja. Kann passieren. Aber so. ich bin zufrieden, ehrlich gesagt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht. War die richtige Entscheidung. Das 40 Kilo Sprung, Leute. Ja. Irre. Also hört auf euer innere Instinkt. Macht das. Wenn ihr den habt, weil das Ding ist, es hat ja noch nicht jeder. Du bist fortgeschritten, du drehst schon ewig. Du kennst deinen Körper gut, ne? Offensichtlich. Jetzt nach der Chemotherapie hast du jetzt viel Zeit gehabt, mit ihm zu sprechen und ihn zu fühlen. Ja. Jo, ich bin glücklich. Vor allem Motivation war da, Johnny war da, Leon war da und wie immer beste Coach auf der Erde. Aber ich muss an einer Stelle was hinzufügen, ja. Jetzt kommt's aber. Sumo ist ja im Prinzip Cheaten, ja. And I don't think that's allowed. Okay, Ansage! Conventional is the only true way to do deadlift. Ansage! Okay, you can do it like this. Also or like this. Ich sag dir jetzt meins. Ich behaupte ja, dass Koray dich auch conventional abzieht. Oh, wow. Die Wette gilt. Haben wir nachgeholt. Deal oder was? Deal. Deal? Let's go. Lass ein Battle. Brother, you have to do a deal. Deal, no deal. Thank you. You're welcome. Okay, let's go. Na, Leute. Ich würde vorschlagen, da machen wir ein extra Video draus. Ja? Also gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn ihr das Battle sehen wollt, wie die beiden gegeneinander Convention erheben. Ich glaube, ich steige auch noch ein bisschen mit ein aus der Konkurrenz. Abonniert den Kanal. Ansonsten schaut bei Johnny Munster vorbei, bei Juni der Sarkona oder auch bei den lieben Koray auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video hier. Also, schon eine Prognose? Was denkst du? Was sind die Convention? Alter, das wird so spannend. Ich glaube, er kann 270 heben. Schaffst du die 270? Ich habe schon mal 280 gehoben, aber schon eine Weile her. Vor allem jetzt nach dem Versuch. Aber er hat gut Energie gespart. Das ist ja natürlich ein Vorteil. Eieiei. Aber eigentlich musst du ja das besser ziehen, weil du 310 Grad gezogen hast. Also musst du dir das jetzt leichter fallen. Das ist ja leicht. Leute, guckt euch das nächste Video an. Wir sind raus. Peace.